Hoppa. Nichts passiert. Hübsch. Danke. Wollen Sie zu mir? Nein. Schade. Ach, super. Ja, auch. Klasse. Toll. Also, meine tolle Figur sind ja. Ja, 80er. Schönen Abend noch. Und ja, Ihnen auch. Wow, fesch. Kann ich nur zurückgeben. Danke. Dann sind wir jetzt quasi vollzählig. Ja, wer steht als erstes auf unserer Liste? Die sind schon drei Wuchtbrummen. Sebastian Gang. Oh, der schöne Bastel. Was haben die sich denn so aufgeregt? Die gehen zum Fenstern. Okay, Fenster? Sind das normalerweise nicht Männersache? Normalerweise schon. Die Emanzipation macht von nichts Halt. Steigen wir jetzt wieder gut. Nach oben, hä? Oh. Die haben sich dieses Frauenfenstern im Stadtwald einfallen lassen. Für einen guten Zweck, nicht für die Gaunen. Die besuchten Herren sollen den kraxelnden Damen einen Obolus entrichten, der dann wiederum sozialen Zwecken zugute kommt. Ich glaube, da werde ich heute Nacht einmal meine Fenster offen lassen. Okay, geht so. Auf dem Geldbeutel auch, gell? Ja, Herr Arziger, geben Sie mir bitte die Lappe, ich leg's dann der Frau Wuchtel, der Frau Stoppel. Büro. Apropos Fenstern. Ja. Leise. Da ist sie in der Mitte, oder? Ich glaube. Mitte. Leise, leise, leise. Jetzt? Ja. Ein bisschen weiter links. Links, links. So, passt. Wer geht jetzt als erstes? Ich würde sagen, ich. Wieso jetzt dies? Weil ich am günstigsten stehe. Unsere Stunde kommt auch noch. Ich bin mal gespannt, ob du überhaupt da durchpasst. Die ist doch nur dick, aber aufpassen muss. Frau Ortmann! Frau Ortmann? Könnten Sie bitte den Herrn Hofer anrufen? Ich glaube, der schöne Bastel ist tot. Wie jetzt dies? Frau Ortmann, ich komme! So, einmal Cavendish Brown Ale. Wohl bekomm's. Warm und ohne Schaum. Und das nennen die Engländer Bier. Jetzt probier's halt erst einmal. Ja, wann kommt denn der Lind? Mal war er schon da, wie der Choreographer, der im Stau steht. Wieso? Was denn sagt er? Schmarrn, ich hab nur gedacht, das war ein netter Empfang hier. Marie, was gibt's? Wo? Rühr nichts an, ich bin gleich da, bitte. Immer's los. Tja, jetzt komme ich leider nicht in den Genuss. Kein Problem, ich heb das auf für später. Ja, freilich, bitte. Hier macht sie wieder Sachen. Wo ist die dritte im Bunde? Die Frau Ortmann ist beim Arzt. Beruhigungsspritze. Ja, die war völlig durch den Wind. Dabei hätt's doch Erfahrung. Ist doch nicht die erste Leiche. Ist ja irgendwas aufgefallen? Hat sie irgendwas gesehen? Ein Moped, ein Auto, ein Fahrrad, irgendwas? Nix. Ich bin alles durchgegangen mit ihrer Schwester. Schön. Grüß die Corinna. Grüß die Mimi. Habt ihr den Toten gekannt? Der schöne Wastel. Schöne Wastel. Sebastian Gange. Antiquitätenhändler. Geht doch. Ich hab ihn gestern auf einer Verkaufsmesse kennengelernt. Wir sind ein bisschen ins Reden gekommen. Ja, der war total begeistert von der Idee mit dem Fenster. Ich hab ihn auf unsere Listen gesetzt. Allerdings... Ja, was? Er hat dort offenbar einen Streit mit jemandem gehabt. Über was? Ich hab's bloß so gestikulieren gesehen, von weiter weg. Und mit wem er gestritten hat? Ein Kunde, glaube ich. Gesehen habe ich den schon mal, aber... Herr Hofer, der Name fällt einer schon wieder ein. Ja, hoffentlich. Also Sie könnten auch ein bisschen sensibler mit uns Zeugen umgehen. Was ist denn schon wieder? Dr. Schleichte? Was? Wir arbeiten. Arbeiten, arbeiten. Wenn wir die Leiche nicht gefunden hätten, dann wüsstet ihr von gar nichts. Ja. Stuckel, du hast recht wie immer. Aber Leiche ist Leiche und Schnaps ist Schnaps. Ein Schnaps könnte ich jetzt auch gut vertragen. Dabei ist Fenster, ist mir eh vergangen. Aber lass euer Handy an, falls ich noch Fragen habe. Mach mal. Michi! Ja? Wer schafft, kommt.
Grüß Gott, Herr Doktor. Oh, hallo, Herr Hofer. Ziemlich eindeutiger Befund, ein Stich ins Herz. Er muss sofort tot gewesen sein. Wie lange ist das ungefähr her? Eineinhalb, maximal zwei Stunden. Also gegen 19:30. Mhm. Also drei Mädels waren sie gegen 20 Uhr hier. Ist das der Brieföffner? Nobles Stück. Ich schätze mal Biedermeier. Meinen Bericht bekommen Sie dann morgen im Laufe des Tages. Morgen? Na, heute schaffe ich es nicht mehr. Okay. Sicher schon. Und? Können wir jetzt reingehen? Freilich. Ja. Gleich wie dein Hemd, Rösti Ortmann. Naja. Ja, und starr wie der Ötzi. Ja, so ein Toter, der kann schon erschrecken. Entschuldigung bitte, wenn man bei der Polizei arbeitet, dann muss man schon ein bisschen Schneid sein. Aber sie arbeitet doch eigentlich mehr hinter den Kulissen. Trotzdem. Schaut's mal, wer da kommt. Der Herr Lind. Wahnsinn. Der Herr Lind. Gut, schauen Sie aus. Ja, das macht die Seeluft, ha? Und die Liebe. Das macht die Freude, euch wiederzusehen. Ach, mei. Ein Charmeur. Ja, meine Schule. Grüß dich, mein Freund. Servus. Was für ein Empfang. Ein Dirndl. Fährt bloß mit der Hofer in der Lederhosen. Der ist wahrscheinlich noch im Stall, oder? Na, ein neuer Mordfall. Mit einer Leiche, die wir gefunden haben. Die Frau Ortmann, um genau zu sein. Ihre Patricia. Meine Patricia. Meine, deine, jetzt bringen wir erst einmal einen Shampoo zur Begrüßung. Petra, Simone, Margot, Carmen. Ich habe alle drei Stunden andere. Stefanie. Der Gangl hat mehr Damenbekanntschaften gehabt als der Don Juan. Bist neidisch. Seid ihr fertig im Haus? Jawohl, die Sachen von Belang sind bei der KTU und das ist das Klump vom Geschäft. Der hat einen Partner gehabt? Ja. Habt ihr ihn angerufen? Ja. Hat es denn erreicht? Nein. Anrufbeantworter und Mobilbox. Na gut, dann probieren wir es morgen nochmal. Dann machen wir Schluss für heute. Gute Nacht, Michi. Gute Nacht, Corbinian. Herr Lind, Hamburg wäre mir auf Dauer viel zu flach. Ja, das ist schon flach, aber... Also mit unserer hiesigen Hügellandschaft ist das natürlich nicht zu vergleichen, gell? Brüderlein! Ja, Schwesterlein. Schön, dass es euch gut geht. Und schön, dass Sie mir gleich zur Seite gesprungen sind in unserem neuen Fall, Herr Lind. Bin ich doch. Ich habe hier die Hauptzeugen befragt. Ja. Schön, Sie zu sehen, Herr Hofer. Ebenso. Gibt's denn noch was anderes zu trinken außer Shampoos? Nein. Ach du, dein Braunelf von vorhin. Ja. Weißt du was, Ignaz? Du machst jetzt deinen Privatkühlschrank auf und gibst mir Weißbier. Oder so. Genau. Zum Wohl. Zum Wohl. Grüß Gott. Schauen Sie sich ruhig um. Ich bin gleich für Sie da. Herr, bitte Sie? Ja? Hofer, gib mal Rosenheim. Das ist mein Kollege Lind. Ja, wir haben leider eine traurige Nachricht für Sie. Ihr Partner, Herr Gangl, ist gestern Abend tot aufgefunden worden. Nein. Zu Hause. Er wurde ermordet. Wir waren bis zum späten Nachmittag hier beschäftigt. Mit Ausladen. Wir haben zusammen einen Stand auf der Traunsteiner Antiqua gehabt. Wer hat denn das getan? Das versuchen wir gerade rauszufinden. Wissen Sie, ob Herr Gangl irgendwelche Feinde hatte? Feinde? Nein. Es gab da wohl auf der Antiqua einen Streit zwischen ihm und einem Besucher. Vorgestern. Davon weiß ich nichts. Wir sind aber auch nicht beide permanent am Stand gewesen. Es kann sein, dass ich zwischenzeitlich mal einem Kunden beim Einladen geholfen habe. Also er hat auch nichts erzählt von einem Streit? Nein. Und Sie haben ihn gestern Nachmittag zum letzten Mal gesehen?
Ja, er ist so gegen 17 Uhr gegangen. Also nach einem wichtigen Termin. Keine Ahnung mit wem. Ich habe dann hier noch bis 10:30 hier weitergearbeitet. Haben Sie irgendwelche Mitarbeiter, die das bezeugen können? Nein. Herr Gottsack. Glaubst du, dass Corbinian das vielleicht einmal das Zeug da abstecken hat? Musik her. Chinesen noch mal rein. Herrschaftszeiten! Geht weiter. Kripo Rosenheim, Apparat Hofer, Stockel, grüß Gott. Ah, Frau Stockel, guten Morgen. Marie Hofer hier. Sagen Sie, mein Bruder, ist der da? Na, der ist nicht da. Passen Sie auf, ganz wichtig. Sagen Sie ihm doch bitte schön, dass mir eingefallen ist, mit wem der Gangl auf der Messe gestritten hat. Der Mann heißt Franz Zeidler. Franz Zeidler, ja? Der stellt diese Kragenstäbchen her. Kragenstäbchen? Ja, Sie wissen schon, zum Stabilisieren von Blusen und Hemdkrägen. Verstehen Sie? Kragenstäbchen. Ja. Wiederhören. Danke, wiederschön. Herr Münzinger, ich habe mir das Adressbuch Ihres Partners angeschaut. Der hat ja ungewöhnlich viele Damenbekanntschaften gehabt. Ja, er war schon recht beliebt, das ist richtig. Könntest du da ein Motiv liegen? Er hatte sich vor einiger Zeit mit einer Kundin eingelassen. Die ganze Angelegenheit war etwas unrühmlich. Inwiefern? Ich fürchte, dass er sie nur dazu benutzt hat, um an ihren Nachlass ranzukommen. Sie hat den großen Stil geerbt. Der einzige Spross einer traditionsreichen industriellen Familie. Da haben sich Wertgegenstände und Mobiliar aus Jahrhunderten angesammelt. Auf die hat es mein Partner abgesehen. Und das ist der Dame wohl sauer aufgestoßen? Er war wohl etwas zu offensichtlich. Wie heißt die Dame? Kauf. Evelyn Kopf. Ja? Guten Morgen, Frau Stockel. Guten Morgen, Frau Ortmann. Wie geht's Ihnen denn? Schon wieder ganz gut. Ja, Sie schauen auch schon um Längen besser aus. Um Längen? Sie hätten sich gestern einmal sehen sollen. Die Frau Dr. Kern hat zu mir im Vertrauen gesagt, dass sie erst gar nicht gewusst hat, wer die Leiche ist. Ja, dann kann ich ja von Glück reden, dass ich nicht auf Ihrem Seziertisch gelandet bin. Ja. Wollen Sie einen Kaffee? Ich wollte eigentlich auch nur wissen, ob es was Neues gibt bezüglich des Mörders. Nein, aber die beiden Herren sind fleißig unterwegs. Der Herr Hofer und der Herr Lind. Ja, der ist ja auch wieder da. Mhm. Linden, schaut er aus. Das machen die wohlgeordneten Verhältnisse, in denen er jetzt lebt. Schön für ihn. Wenn Sie mich fragen, die Roloff tut ihm richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das Rennen macht. Wenn die Herren was rausfinden, dann sagen Sie mir bitte Bescheid, ja? Selbstverständlich, gern. Frau Korf? Ja? Entschuldigung, das Tor war offen. Hauptkommissar Lind, Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege, Herr Hofer. Grüß Gott, Mordkommission. Mordkommission? Ja. Es geht um Sebastian Gangl, wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Bitte. Sie waren mit Herrn Gangl zusammen vor einiger Zeit? Schwer vorzustellen. Einer wie Sebastian Gangl, der an jedem Finger 10 superschlanke Models hat und eine wie ich. Ist nicht besonders schwere Gedanken zu erraten. Da täuschen Sie aber, Frau Graf. Also Sie sind doch durchaus eine attraktive Frau. Danke. Aber der Herr Gangl hat Ihre Gefühle missbraucht. Das ist nicht schön, das ist bitter, aber es kommt leider immer wieder vor. Ja, und Sie haben ihm Ihren Nachlass verkauft? Ein Großteil davon. Schöne, wertvolle Stücke. Ganze Ensembles. Es gab etliche Interessenten, aber ihm habe ich den Zuschlag gegeben. Als der Deal dann über die Bühne war, hat er mich fallen lassen. Keine Erklärung, keine Entschuldigung, nichts. Aber Sie scheinen ja sowieso schon alles zu wissen. Das war eine schwere Demütigung für Sie, oder?
Sie haben ihn gehasst dafür. Ja. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Als er sich aus dem Staub gemacht hat. Wann war das? Am Montag werden es 3 Monate. Und wo waren Sie gestern Abend, zwischen 19 und 19.30 Uhr? Hier. Ich bin den ganzen Tag nie aus dem Haus gegangen. Leben Sie alleine hier? Ohne Partner, ohne Personal. Sie mich verbietet, die Dame. Sie macht keinen Hehl draus. Du warst aber nicht entlastet. Allerdings. Ach, da seht ihr. Ich komme gerade von der KTU. Und? Ja, also Fingerabdrücke auf der Tatwaffe, Fehlanzeige, weil der Brieföffner ist ganz blank poliert worden. Also hinten am Griff, weil vorne, also Klinge nicht. Ja. Sonst irgendwelche Spuren? Fingerabdrücke auf dem Fensterbrettel, wahrscheinlich von der Frau Ortmann. Ich habe sie schon zum Erkennungsdienst geschickt wegen dem Abgleich. Frau Ortmann. Die Fingerabdrücke. Da kommt sie. Und Frau Ortmann? Positiv. Na, wieso? Hallo, Christian. Hallo, Patricia. Tja, da bin ich wieder. Schön. War sicher ein Schock für dich, die Leiche zu finden, was? Einer von vielen Schocks in meinem Leben. Ja, gut. Dann versuchen wir mal, den Fall so rasch wie möglich aufzuklären. Klar, gutes Gelingen. Und noch eine Dame, die verbittert ist. Michi, was ist denn mit dem Messingkleidl, das beim Kannel auf dem Teppich gefunden worden ist? Ja, das ist interessant. Da haben sie gesagt, das ist wahrscheinlich der Pfennigabsatz von einem Damenschuh. Das weiß ich nicht mehr, wie man jetzt sagt, weil wir haben ja keine Pfennige mehr. Vielleicht ist das der Schuh von der Frau Ortmann. Ja, sollten Sie mal fragen. Genau. Herr Lind, lass uns, ich mach das schon, gell? Frau Ortmann! Er macht das schon. Alter Herr Hansen. Und, gibt's Neuigkeiten? Ja, der Herr Hansen hat gerade ge-E-Mailt. Er nimmt gerade Kurs auf die Karibik. Seine Yacht liegt auf Platz 2. Bei der Hochseeregatta. Schön. Hoffentlich kommt er nicht in das Sturmtief, das angesagt worden ist. So allein und schutzlos auf hoher See. Ja, ganz allein mit 20 Mann Besatzung. Sonst Neuigkeiten? Ja. Wer ist das? Das ist der, mit dem der Gangel auf der Messe gestritten hat, wo ihr Schwester nicht mehr gewusst hat, wie er heißt. Ja, und wie heißt er jetzt? Franz Zeitler. Und er ist Kragenstaberl-Fabrikant. Kragenstaberl? Ja, das sind diese weißen Plastikdinger, die man den Kragen reinschiebt, damit der nicht so geschlampert runterhängt. Nicht so wie beim Herrn Hofer allerweil. Was? Hallo? Jedenfalls ist ihrer Schwester wieder eingefallen, woher sie ihn kennt, und zwar von der Freibad-Eröffnung. Da war er einer der Sponsoren. Hab die Telefonnummer herausgefunden und hab mir herbestellt. Auf eigene Initiative? Natürlich auf eigene Initiative. Oder so ihn wieder heimschicken. Na, jetzt war schon mit alles. Sie haben ihm aber nicht erzählt, worum es geht. Ich bin doch keine Anfängerin. Natürlich nicht. Ich bin doch selbst in den Fall involviert. Klar. Kriegen wir vielleicht trotzdem noch einen Kaffee? Zucker involviert? Na gut. Herr Zeitler, Hauptkommissar Lind, das ist mein Kollege, Herr Hofer. Grüß Gott. Ja. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Herr Zeitler. Herr Zeitler, Sie waren vorgestern auf der Antiqua in Hermstein. Ja. Sie sind dort bei der Auseinandersetzung mit einem der Aussteller gesehen worden. Sebastian Gangl. Ja. Worum ging's da? Eine Spieluhr. Ein antikes Stück, das ich vor einiger Zeit an Gangl und Münzinger verkauft habe. Laut einem Gutachten der beiden war es leider keine Original-Lochmann-Spieluhr. Deshalb fiel der Preis entsprechend niedrig aus. Und darüber haben Sie sich im Nachhinein geärgert? Ja, allerdings. Denn was sehe ich bei Gangl und Münzinger auf der Messe? Meine Spieluhr, die angeblich keine Original-Lochmann-Spieluhr ist, jetzt aber doch deklariert als Lochmann, zu einem Preis von 15.000 Euro. Klingt erstmal viel. Das ist das, was sie wert ist. Mir haben sie nur die Hälfte bezahlt. Sind Sie sicher, dass das dieselbe Uhr ist? Spieluhr. Entschuldigung. Ja, ich bin sicher. Sie war lange genug in meinem Besitz. Aber jetzt frage ich Sie. Eins von beiden kann doch da nicht stimmen. Entweder das Gutachten oder die Etikettierung. Sie wollen also andeuten, dass es sich da um Betrug handelt? Andeuten. Ich bin felsenfest überzeugt davon.
Nicht, dass Sie uns falsch verstehen. Es geht mir hier nicht ums Geld. Es geht mir ums Prinzip. Geschäft, Vertrauen, diese Dinge. Wenn da auch nur das Geringste krumm läuft, dann habe ich wirklich Mühe, mich zu beherrschen. Gestern Abend hatten Sie da auch Mühe, sich zu beherrschen. Wieso, was war da? Da wurde Herr Gangl in seinem Haus ermordet. Ermordet? Richtig. So. Es geht hier nur um eine Zeugenaussage. Das haben Sie doch gesagt, oder? Zucker. Und jetzt bin ich plötzlich zu einem Mordverdächtigen geworden. Es sei denn, Sie haben ein Alibi für die Zeit zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe den Gangl auch nicht umgebracht. Das kann sein, Herr Zeitler. Aber dass Sie ein Motiv haben und auch den nötigen Zorn für die Tat, das liegt auf der Hand. Sie gehen jetzt bitte vor in Zimmer 38 und lassen sich die Fingerabdrücke nehmen. Und dann können Sie einstweilen nach Hause gehen. Aber Sie halten sich zu unserer Verfügung, ja? Bitte sehr, Herr Zeitler. Mein Gott, Herr Lind. Haben Sie gesehen, wie der mich angeschaut hat? Und der Tonfall. Es könnte Angst und Bang werden. Seit wann haben die so schwache Nerven? Ich? Na, aber soll ich mal was sagen? Für mich kommt der durchaus als Mörder in Frage. Ja, ich würde sagen, wir schauen bei den Münzinger vorbei. Vielleicht weiß der was über die Spieluhr. Mhm, komm. Wie ist das, Frau Stockel? Ihr Kragen schlampert runter. Herr Zeitler hat uns eine Spieluhr aus dieser Ära verkauft, das ist richtig. Das war definitiv kein Lachmann-Exemplar. Haben Sie das Gutachten erstellt? Nein, das hat mein Partner Herr Gangl gemacht, soweit ich mich entsinne. Aber er irrte sich nie. Der Herr Zeitler war sich aber sehr sicher, dass es sich bei der auf der Messe angebotenen Lachmann-Spieluhr um die gehandelt hat, die er an Sie veräußert hat. Da muss sich Herr Zeitler schlichtweg getäuscht haben. Weder können wir uns falsche Gutachten leisten, noch dass wir unsere Ware falsch auspreisen. Ja, das lässt sich ja prüfen. Können wir die Uhr mal sehen? Ja, natürlich. Da ist sie nicht. Das würde bedeuten, dass sie dort verkauft worden ist. Von mir zwar nicht, aber denkbar wär's. Ja, aber dann müsste ja wenigstens eine Quittung existieren, oder? Haben Sie? Finde ich keine Quittung. Schade. Kann sein, dass Herr Gangl die Uhr mit nach Hause genommen hat. Das wäre zwar ungewöhnlich, aber ausschließen möchte ich nicht. Gibt es ein Foto von der Spieluhr? Ja, bestimmt irgendwo. Vielleicht schauen Sie mal am Computer. Ich meine, Sie werden die Dinge doch bestimmt im Internet veröffentlicht. Oh ja, das ist richtig. Ist sie. Schön. Hätten Sie die Freundlichkeit und würden uns das ausdrucken, bitte? Ja. Gut. Ein schöner Fleck der Erde, was? Durchaus. Sie haben ihn. Genau. Ihnen? Keine Spur von einer Spieluhr. Ah, unten auch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht doch hier war. Sie meinen, der Mörder hat sie mitgenommen? Ja, kann schon sein. Frag mich, ob die Spieluhr überhaupt eine Rolle spielt. Und wegen dem Pfennigabsatz. Da habe ich die Frau Ortmann gefragt, ob der vielleicht von ihrem Schuh ist. Hm? Und da ist gleich heimgefahren und hat nachgeschaut. Und? Nein. Hm. Wenn schon vorher eine Delegation da war zum Fenstern? Fenstern? Ja. Da müsste meine Schwester Bescheid wissen, wie alles an der Fensterstation teilgenommen hat. Ich werde es einmal fragen.
Vielleicht ist es ja gar nicht nötig. Ist dieser Absatz schon wieder bei der KTU? Na, der ist nur bei der Stuckel, bei Frau Stuckel. Das ist gut, die brauche ich nämlich. Ja. Stuckel! Was haben Sie vor? Abwarten. Bitte. Sind das alle Ihre Schuhe? Reichen doch. Ja. Gut. Sie das Teil hier, Frau Korff? Es stammt vom Absatz Ihres Schuhs. Wir haben es im Haus des Opfers gefunden. Wir haben mit der Dame gesprochen, die bei Herrn Gangl sauber macht. Also sprich mit der Putzfrau. Sie war zum letzten Mal vor 2 Tagen bei ihm, am Tag seines Todes, zwischen 12 und 15 Uhr. Sie meint, ihr wäre dieses Metallstück aufgefallen. Also können Sie es erst danach dort verloren haben. Ja, ich war da. Am späten Nachmittag, gegen 5:30 Uhr, hat mich vor ein paar Tagen angerufen, wollte mich sehen, sich entschuldigen für seinen schlechten Stil. Dann bin ich zu ihm. Warum? Weil Sie ihn immer noch liebten? Nein, weil ich sehen wollte, wie er sich abmüht. Und? Hat es Ihre Rachegelüste befriedigt? Hat sich überhaupt nicht abgemüht. Allglatt. Hat einfach sein Programm abgespult. Sein Lächeln in Szene gesetzt, den Kavalier gegeben. Ist mir dann ziemlich schnell klar geworden, dass er sich überhaupt nicht bei mir entschuldigen wollte. Sondern? Er wollte mich einwickeln. Nach und nach hat er die Katze aus dem Sack gelassen. Er habe einen Käufer an der Hand, der hoch interessiert sei an den Möbeln, die noch in meinem Besitz sind und der bereit ist, eine hohe Summe dafür zu zahlen. Er wollte schlicht und einfach an den Rest meines Erbes heran. Das war für Sie eine Art Déjà-vu-Erlebnis. Das war noch schlimmer als beim ersten Mal. Weil es so offensichtlich war, so demütigend. Haben Sie Herrn Gangl umgebracht? Nein, das habe ich nicht getan. Ja, Käufer Kopf. Es spricht leider eine ganze Menge gegen Sie. Da werden Sie wohl oder übel dem Haftrichter vorführen müssen. Ich habe das nicht getan. Dann haben Sie auch nichts zu befürchten. Genau. Kommen Sie bitte. Meines Erachtens ist die Aktenlage... Ah, meine Herren, wie schaut's aus? Ist eine Lösung des Falles, faltet sich? Sowieso. Ja, wunderbar. Ja, weil meines Erachtens die Akten... Ja, bin ich mir nicht so sicher. Wieso? Geistert Ihnen die Spiele in den Kopf? Ich find's nur seltsam, dass dieses Streitobjekt so mir nichts, dir nichts verschwindet. Dann haben Sie recht, ja. Michi? Jawohl. Besorgte vom Herrn Zeitler ein Bild für seine Spieluhr und das dazugehörige Gutachten vom Herrn Gangl. Ja, das kann ich schon machen. Wo wohnt der Zeitler? In Traunstein. Kabine, nein! Ich hab gestern so viele Überstunden gemacht, die Stuckel ist auch schon weg. Dann bestellen Sie den Zeitler eben für morgen her, der kann die Sachen ja auch mitbringen. Ja, das kann ich machen. Siehst, das ist halt der Kollege. Ja, ich hab's gesagt, dass... Herr Michi. Herr Zeitler. Was gut? Moin, Krippe. Also, der Reischl hat einen Haufen alte Sachen zu Hause. Hat er auch? Ja, Antiquitäten. Könnte es sein, dass er das eine oder andere Stück bei Münzinger und Gangl gekauft hat oder auch verkauft hat? Also, ich meine, dass er gewisse Informationen hat zu deren Geschäftspraktiken. Genau. Ja, Wagen kostet nichts. Schauen wir mal. Zeitl kommt morgen in der Früh, schön Feierabend. Ebenfalls. Die Tür. Jawohl. Ferdinand Reischl? Grüß Gott, Herr Reischl, Hofer hier. Herr Hofer, was verschafft mir die Ehre? Wissen Sie, wer gerade da ist? Nein. Der Herr Lind. Na! Doch. Hallo, Herr Reischl. Herr Lind, das ist aber eine Überraschung. Der Herr Lind wird Sie gern einladen, Wiedersehen feiern. Auf ein Glas Champagner in Times Square. Jederzeit? Wann? Na, jetzt dann gleich, wenn's passt. Ja.
Kein Problem, bin schon unterwegs. Super, also, wir sehen uns. Sie sind mein Schlitz, oder laden andere Leute ein und ich darf zahlen? Nein, Fragen kostet eben doch ein bisschen was. Und wie schaut's aus, beziehungstechnisch? Ja, alles in bester Ordnung. Oder meinen Sie uns zwei? Nein, wir sind nicht beieinander sitzen, Herr Reischl. Wir arbeiten bei uns am Fall. Sagt Ihnen die Antiquitätenhandlung Gangl und Münzinger was? Gangl und Münzinger, ja klar. Aber ich habe mit den beiden keine guten Erfahrungen gemacht. Inwiefern? Ich habe da mal was schätzen lassen, aber für meine Begriffe haben die Schätzung viel zu niedrig angesetzt. Wir sind uns auch nicht handelseinig geworden. Schätzen lassen heißt, Sie haben Gutachten anfertigen lassen. Genau. Haben Sie die Gutachten noch? Ja, selbstverständlich. Ich habe sogar ein Gegengutachten erstellen lassen, weil es ging um eine Truhe aus dem Rokoko. Mhm. Ich habe die Gutachten mal sehen. Ja, freilich. Die sind wahrscheinlich in meinem Büro. Wird es Ihnen morgen auch noch reichen? Ja, ja, sicher. Wie schaut's aus? Bock mit einer Flasche? Also, ich will meinen Teil. Aber ich für meinen Teil auch. Ich meine, so jung kommen wir nie wieder zusammen, oder? Ich spreche ein wahres Wort gelassen aus, Herr Reischl. Prost. Nur dazu, wenn es der Linz wollt. Auf den edlen Spender. Mach auf das Ding da. Was? So viel? Da legst du wieder. Ja. Ja. Da kann man nichts machen. Na genau. Fangt das schön trotzdem. Für dich. Mei, wie stehen wir jetzt da? Was ist denn los, Schwester? Jetzt beschreibst du gerade dich. Ach, weil die anderen Frauen alle ein HVG kassiert haben beim Fenster, bloß mir nicht. Mei. Jetzt hat leider beim falschen Fenster gefinstert. Was redst denn du da? So ein Krampf, als ob wir uns das ausgesucht hätten, dass da ein Toter umeinander liegt, glaubst du das? Ja. Apropos, bevor du einen Schmarrn daher redst. Was ist denn jetzt mit dem Zeitler? Ist der jetzt der Täter? Glaub möglich, warum? Warum? Weil du den Tipp ja im Prinzip von mir hast. Und ich meine, ist da nicht vielleicht sowas wie eine kleine Belohnung drin? Für Hinweise zur Ergreifung des Täters. Ja genau, warum nicht? Da darf man wenigstens auf diese Weise ein bisschen Geld beisteuern. Steh mir nicht ganz so blöd da. Das sieht eher schwarz, Marie. Wie schwarz? Was heißt denn das jetzt? Dass es wohl eher keine Belohnung geben wird. Ich werde mich mal erkundigen. Ja, das machst du. Vielen Dank für deine Hilfe, Bruderherz. Marie! Geht's weg! Eine Belohnung für Ihren Hinweis auf den Täter? Das muss ja nicht viel sein. Ein paar hundert Euro. Und ja, das Ganze reicht man dann als Erlös von unserem Fenster ein. Ja, dann, Frau Ottmann, dann stehen wir wenigstens nicht ganz so blöd da. Die anderen Frauen haben nämlich ordentlich was erkraxelt. Eine Belohnung, ja, das müsste natürlich über einen 80er laufen. Ach, geh, der hat doch bestimmt nichts dagegen. Ist doch für einen guten Zweck, hm? Und der Zeitler müsste definitiv der Täter sein. Ist er. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Ist er. Schönen guten Morgen, Herr Lind. Guten Morgen, Herr Hofer. Na, was haben's da? Ach, das sind die Gutachten von Reischls Kommode. Ja, ganz interessant. Das von Gangl und Münzinger liegt tatsächlich um ein Drittel niedriger als die Schätzung des anderen Gutachters. Tja, fragt sich, ob diese Niedrigschätzung eine Methode haben. Könnte sein. Na, auf jeden Fall mir gut, dass wir diesen hinten haben. Ja, hat mich auch eine Stange Geld gekostet. Sie meinen die Rechnung in Times Square? Geben Sie es doch dort, Mann. Ach, damit ich wieder der Buhmann bin. Das sind's doch sowieso bei Ihnen. Scherzkeks. Frau Stackel? Der Zeitler. Der Herr würde gerne zu den Kommissaren. Ja, dann soll halt umgehen. Dankeschön. Oh, jetzt sind Sie ja ganz blass um die Nase. Ich hätte Sie wirklich für abgebrühter gehalten, Frau Stockel. Das ist die Spieluhr, die Sie den Herren Münzinger und Gangl verkauft haben. Richtig. Den ersten Blick würde ich sagen, sehen die identisch aus. Die sehen nicht identisch aus, die sind identisch. Dann wäre das Gutachten aber falsch.
sag ich doch. Das ist seltsam bei dem Gutachten. Auf dem Deckblatt steht Gangl und Münzinger. Unterschrieben hat doch nur der Herr Münzinger. Aha, das ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, ich hätte dann offenbar den Falschen beschuldigt. Und vielleicht sogar den Falschen ermordet. Ermordet, ermordet? Ich habe Gangl nicht ermordet! Warum hätte ich das denn tun sollen? Vielleicht, um die Spieluhr wiederzuholen. Unsinn! Wenn ich das getan hätte, dann müsste ich sie ja noch haben. Sie können bei mir gerne alles auf den Kopf stellen. Was wir tun werden, Herr Zeitler. Das Gutachten von Reischl ist auch nur mit Münzinger unterschrieben. Solche, Herr. Herr Zeitler, wenn Sie mal bitte kurz bei der Frau Stoppel drüben warten würden. Münzinger hat uns doch erzählt, dass er gar nicht das Gutachten für die Spieluhr gemacht hätte, ja? Mhm. Warum hat er es dann unterschrieben? Ich kann mir schon vorstellen, dass das Alleingänge von ihm waren. Er erstellt falsche Gutachten, damit er einen niedrigen Einkaufspreis bekommt und verkauft dann die Sachen im gemeinsamen Geschäft zu marktüblichen Preisen. Die Differenz, ja, die steckt er sich selbst ein. Mhm. Und durch die Vorwürfe, die der Zeitler fälschlicherweise dem Gangl gemacht hat, ist der Gangl darauf gekommen. Damit hätte Münzinger ein Motiv. Verdeckung seiner Straftaten. Wie beweisen wir ihm das? Er muss die Rechnungen gefälscht haben. Aber wenn, dann hat er sie bestimmt schon verschwinden lassen. Die Spieluhr. Wenn er der Täter war, dann hat er die bestimmt mitgenommen, um sie aus dem Verkehr zu ziehen. Damit sie ihn nicht belastet, oder? Na klar. Mit der Zeitler nicht beweisen kann, dass es doch seine Uhr ist. Ich meine, das ist ein kostbares Stück. Können Sie sich vorstellen, dass der Münzinger das einfach so wegschmeißt? Nicht wirklich. Theoretisch könnten wir ihn damit überführen, aber praktisch müssten wir sie erst mal finden. Ich habe eine Idee. Er hat eine Idee. Herr Zeitler, also Ihre Spieluhr, die hat doch mit Sicherheit eine bestimmte Melodie abgespielt. Ja, ein ungarischer Tanz, der fünfte. Brahms. Ja, was wollen Sie jetzt mit Brahms? Das erkläre ich Ihnen nachher. Michi, pass mal auf. Du hältst dich jetzt bereit, ja, und wenn ich dich nachher anrufe, dann rufst du mich 2 Minuten später wieder an, okay? Gut, bis gleich. Auf geht's. Auf Wiedersehen. Sie glauben, dass Herr Zeitler meinen Partner ermordet hat? Wir vermuten, dass es ihm nur um die Spieluhr ging. Und wenn wir die bei ihm gefunden haben, dann ist er überführt. Denn eines ist sicher. Wer die Spieluhr hat, das ist auch der Mörder. Wir lassen gerade seine Wohnung durchsuchen. Entschuldigung. Michi, was gibt's? Echt? Ist ja super. Die Kollegen haben gerade die Spieluhr gefunden. Bist du dir sicher, dass es auch die richtige ist? Gute Frage mal. Herr Münzinger, die Melodie, die da abgespielt wird, ist es zufällig einer der ungarischen Tänze? Brahms. Richtig, und zwar der fünfte. Ja, das könnte passen. Na prima. Michi, das passt. Ich danke dir, gell? Für die. Ja, sieht so aus, als ob Sie das gute Stück bald wieder haben. Und das freut uns. Na, bitte schauen. Machen Sie es gut. Ja, wieder schauen. Sebastian, also Herr Gangl, hat mich gleich nach seinem Streit mit Zeitler zur Rede gestellt. Und es wurde ja ziemlich schnell klar, dass es da für mich wenig zu leugnen gab. Er wusste, dass ich das falsche Gutachten ausgestellt hatte. Und danach hat er die Spieluhr mit nach Hause genommen? Ja, als Beweis gegen mich. Was wollte der Herr Gangl von Ihnen? Herr Gangl wollte, dass ich den Erlös von Zeitlers Spieluhr im vollen Umfang wieder zurückerstatte. Andernfalls hätte er mich angezeigt. Sauber. Und dieses Geld sollte an die geprellten Kunden zurückgezahlt werden. Ach, die Leute waren ihm doch scheißegal. Er wollte, dass das Geld zurück in die Geschäftskasse kommt. Eine ganz billige Erpressung war das. Die sie jetzt teuer zu stehen kommt.
Allerdings. Herr Münzinger, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Sebastian Gangl ermordet zu haben. Michi, abführen. Also, Herr 80er meint, Belohnungen für Hinweise auf Täter werden nur dann ausgelobt, wenn alle ermittlungstechnischen Möglichkeiten erschöpft sind. Und was heißt das jetzt auf Deutsch? Zu dem Zeitpunkt, als Frau Hofer den Hinweis gegeben hat, waren noch nicht alle Möglichkeiten erschöpft. Mit anderen Worten, Frau Stockel, ich habe zu früh den Mund aufgemacht. Ja, kann man so sagen. Ist doch unglaublich, da ruft man, wo es geht und geht dann zum Schluss hier aus. Ja. Entschuldigung, die Damen. Oh, die Zweite. Stimmt, Miki, ja? Du, Christian? Ja, Berührungsängste überwunden? Hatte ich hier welche? Gestern auf dem Gang. Achso, ja, überwunden. Sag mal, was ist mit dir? Mit ihm? Herr Münzinger, das ist der Partner von Herrn Gangl, hat gerade den Mord gestanden. Wirklich? Ja, wirklich. Und der Zeitler? Unschuldig. Ja, dann wären wir so oder so leer ausgegangen. Tja, Ladies, dann müssen wir uns halt im nächsten Jahr beim Fenstern doppelt anstrengen. Tja,